Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. Ich bin Christa und ich bin im Moment unterwegs im Bereich Kraichgau und ich stehe hier im Moment auf einem Hof von Landvergnügen. Ja, und darum geht es auch in diesem Video. Ich bin nämlich, bevor wir hierher gefahren sind, auf der Caravan 2023 in Düsseldorf gewesen. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere Video auch schon gesehen davon. Und da habe ich am Stand von Landvergnügen mitgearbeitet. Davon würde ich euch gerne ein paar Impressionen zeigen, denn es hat richtig Spaß gemacht. Vorher aber ein paar kurze Informationen, was eigentlich Landvergnügen ist. Mit Landvergnügen könnt ihr bei über 1400 landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Deutschland 24 Stunden kostenfrei übernachten. 24 Stunden übernachten ist natürlich ein Witz, also 24 Stunden kostenfrei stehen. Die meisten Höfe haben Hofläden und es wäre total schön, wenn ihr dann da eine Kleinigkeit kauft. Es gibt keine Kaufverpflichtung, aber wir füllen damit immer unseren Kühlschrank und unseren Schrank. Also wir kaufen die Produkte, die wir ohnehin brauchen. Was müsst ihr tun, um dabei zu sein? Ihr werdet Mitglied für ein Jahr. Das Jahr gilt in diesem Fall immer vom 1.4., jetzt als nächstes 2024, bis 31.03.2025. Und die Mitgliedschaft kostet 49,90. Dafür bekommt ihr ein dickes Buch mit allen Gastgebern geschickt. Da drin enthalten ist auch euer Mitgliedsausweis und die Vignette, die ihr vorne ins Fahrzeug klebt. Außerdem bekommt ihr den Zugang zu einer App, die ganz viele tolle Filtermöglichkeiten bietet, damit ihr die für euch geeigneten Gastgeber herausfinden könnt. Ja, und so wie jetzt hier steht man wirklich sehr, sehr oft bei Landvergnügenhöfen. Das heißt, man steht alleine oder vielleicht zu zweit oder auch mal zu dritt bei einem Landwirt, bei einem Winzer, manchmal auch bei einer kleinen Landgaststätte. Und man hat sehr häufig einen wunderschönen Ausblick, so wie hier. Also das Motto von Landvergnügen, schöner steht man selten, kann ich nur bestätigen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen dran bleibt und einfach mal mitkommt auf den Stand von Landvergnügen. Viel Spaß beim Zuschauen. Das hier ist der Außenstand von Landvergnügen auf der Caravan 23. Ist jetzt weitestgehend aufgebaut. Die meisten Sachen sind an Ort und Stelle. Es wird noch ein bisschen diskutiert, wie es am nettesten aussieht. Und die Dinge werden noch verteilt. Und dann freuen wir uns total darauf, wenn gleich um 10 die Messe aufmacht und die ersten Besucher kommen. Herzlich willkommen im Landvergnügen. Ja, und wer noch kommen möchte, es gibt auch ganz nette Sachen im Landvergnügen-Freunde-Shop und es gibt einen Messerabatt. Zum Beispiel gibt es diese schönen Hoodies hier mit dem Landvergnügen-Emblem drauf oder auch nette T-Shirts für Kinder oder auch für Erwachsene. Die gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Und diese hübschen Tassen, die mag ich auch. Gibt es einen Stand, fast aufgebaut, noch nicht ganz aufgebaut. Die letzten Kleinigkeiten werden noch in Ordnung gebracht, bevor dann gleich die Gäste kommen können, die Besucher. Letzte Anweisungen, wo sind welche Flyer, damit auch alles nachher ordentlich funktionieren kann. So, Angela, wie sieht's aus? Bist du zufrieden? Das ist so unwichtig hier zu nehmen. Das sind die besten schönen Tage. Ich verteile ich gerne. Die Leute, die gerne. Ach, das hätte ich unten nochmal sagen müssen.
Ich nehme das immer, die freuen sich immer alle. Eine gute Idee, haben sie gesagt. Ja, schön. Als Dankeschön, Karte zu nehmen. Ja, ich habe ja bisher überhaupt noch mit niemandem gesprochen hier. Ihr wisst ja, ich bin Botschafterin von Landvergnügen und das ist Rolf. Und Rolf betreut uns Botschafter und ist jetzt, habe ich das Glück, dass ich heute mit Rolf hier am Stand sein kann. Ja, das ist schön, dass ich dich hier treffe, Christa. Ja, was möchtest du? Soll ich etwas über die Botschafter sagen? Gerne, ja. Ja, also Botschafter sind eigentlich ein unabdingbarer Teil von Landvergnügen, der uns hilft, die Betreuung unserer Gastgeber vor Ort durchzuführen. Das sind ganz besonders arrangierte, engagierte Menschen, die... Genau, wieso zum Beispiel? Die im Landvergnügen reisen, gerne reisen und bei ihren Reisen eben kleine Zusatzaufgaben übernehmen und mit unseren Gastgebern reden, Fragen beantworten, Tipps geben aus Camper-Sicht für unsere Gastgeber, die manchmal Details einfach nicht wissen, und da sind die Botschafter sehr, sehr behilflich. Sucht ihr noch Botschafter? Ja, in Grenzen. Wir haben jetzt im Moment 112 Botschafter und wir wollen das erweitern auf 120, haben sehr viele Bewerber noch in der Bewerberliste stehen. Ah, okay. Und also wir vergrößern unsere Botschafterzahl. Wir haben so gut wie gar keine Fluktuation dabei. Mhm. Die Botschafter kommen, haben Spaß daran und bleiben in der Regel auch. Ja, ich auch. Genau. Mhm. Und und insofern machen wir ganz, ganz langsam da eine Erweiterung. Ihr könnt euch gerne bewerben, wenn ihr Interesse daran habt. Versucht aber einfach. Ihr solltet ein bisschen Erfahrung mit Landvergnügen mitbringen, ne? Also schon ein paar Mal damit gereist sein, denke ich. Ne? Ja, also unbedingt. Wir erwarten wenigstens ein Jahr Erfahrung im Landvergnügen, wenigstens ein Jahr. Und das Wichtigste ist, total Spaß haben, im Landvergnügen zu reisen. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Ja. Und man sollte nicht zu introvertiert sein, weil wir gehen einfach auf Leute zu, wir gehen auf unsere Gastgeber zu, wir sprechen mit ihnen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der gerne auf einen Campingplatz oder Stellplatz fährt, um seine Ruhe zu haben. Das haben unsere Botschafter sicherlich auch, aber sie müssen schon Spaß an der Kommunikation haben. Ja, also wenn das auf euch zutrifft, meldet euch, und wenn es nicht auf euch zutrifft, dann werdet Mitglied bei Landvergnügen, wenn ihr es noch gar nicht seid, und reist und habt erstmal Spaß daran. Ganz genau. Ja, also nur wie gesagt, wenn ihr noch nicht Landvergnügen Mitglied seid, werdet es. Das macht wirklich richtig viel Spaß, damit zu reisen. Und vielleicht habt ihr ja auch einen Hof oder kennt einen Hof, der Lust hätte, Gastgeber zu werden. Guckt einfach mal auf der Seite von Landvergnügen rein. Ich verlinke euch das auch nochmal unter dem Video.
Und dann könnt ihr euch ja gerne da melden. Und dir, Rolf, sag ich erstmal Dankeschön, dass du ein bisschen was erzählt hast. Ja, schön, dass wir uns unterhalten wollen. Ja. Grüß dich. Für mich gehen die 3 Tage jetzt hier am Stand auch zu Ende. Es war eine richtig schöne Zeit, es war auch anstrengend, aber hat viel Spaß gemacht mit vielen netten Gesprächen. Ja, und vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust gemacht auf Landvergnügen. Ihr kennt ja auch schon Filme von mir, wo ich mit Landvergnügen unterwegs war. Ich verlinke euch gerne auch nochmal was. Es gibt ja eine ganze Playlist nur mit Landvergnügen-Videos von mir. Ja, vielleicht guckt ihr da nochmal rein, wenn ihr mögt. Und es wäre schön, wenn wir euch bei Landvergnügen begrüßen könnten. Bis dahin, tschüss!